Hallo liebe IM Footballer, heute zeigen wir euch, wie ihr eure Rotationskraft trainieren könnt und damit extrem viel Power beim Schuss rausholen könnt. Wir starten mit dem sogenannten Pegboard-Drill in der absoluten Grundvariante. Pegboard-Drill geht folgendermaßen. Er fängt jetzt an, die rechte Ferse zu heben und das rechte Knie nach innen zu schieben. Genau. In dem Moment geht er dann wieder nur bis da und dann geht er zurück. Und kurz bevor die Ferse absetzt, wird die andere hochgehoben und das Knie nach innen. Knie nach außen, Ferse runter. Genau, Knie nach innen, außen, Fersenwechsel. Sodass das am Ende eine richtig schön flüssige Bewegung gibt, um wirklich am Ende den Druck auf den Ball zu kriegen beim Schuss, ja, ist wirklich, dass hier die Hüfte wunderschön mitgeht. Das Ganze sehr, sehr flüssig machen, dass die Hüfte sich einfach von links nach rechts bewegt. Probiert es einfach erstmal aus, kriegt ein bisschen Flüssigkeit rein und geht dann direkt an den Ball und schießt. Und wir schauen jetzt direkt, ob sich das Schussverhalten verbessert hat und ob er von sich aus das Gefühl hat, er kriegt mehr Dampf und mehr Kraft hinter dem Ball. Ja? Feuer frei. Also wie man sieht, ist einfach mehr Dampf dahinter. Ja. Wir machen das Ganze jetzt, nehmen es und machen es ein bisschen noch fußballspezifischer. Gehen genau in die Schussposition und machen die Übung da. Ja. Das heißt, du läufst an, frierst ein in der Bewegung, setzt dann ab und machst hier dein Pegboard. Ja. Also einfrieren, bam, genau in dem Moment, wo du absetzt und fängst dann an, da dein Pegboard zu machen. Auch wieder da wichtig, die Hüftrotation in Richtung Ball. Ja. Dass da schön, das Ganze schön geschmeidig wird und die Kraft wirklich von unten nach oben fließt. Gut, darfst nochmal schießen. Boah, nur ein Schuss, ich will auch so einen Schuss haben. Sieht zwar ein bisschen aus wie bei Elvis, vor allem die Beckenbewegung, aber das hat der King damals natürlich auch sehr, sehr gut gemacht, weil die Bewegung einfach flüssig ist. Ja? Also auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, übt es, weil ihr werdet extrem davon profitieren, gerade wenn es darum geht, Punch zu entwickeln, dass ihr einfach einen richtig, richtig starken Schuss kriegt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert am besten den Kanal. Schreibt unten in die Kommentare rein, was ihr für Übungen sehen wollt. Wir gehen jetzt ins Trockene, weil es wird ein bisschen ungemütlich.